Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines mit dem Unofficial Patch. Keine Ahnung welcher. Ja, wir sind ein bisschen weitergekommen im letzten Part mit ein paar unserer Aufgaben, die wir in dem Part davor gesammelt haben. Zum einen haben wir immer noch diese Story aus Santa Monica mit irgendwelchen Morden, Karneval des Todes, die zusammen, also die Vermutung liegt irgendwie nahe, dass es irgendwie mit dieser Geschichte um Muddy zusammenhängt. Ansonsten in Downtown haben wir ein paar Aufgaben, denen wir jetzt als nächstes nachgehen. Wir werden nämlich mal schauen, dass wir der Ursache einer Epidemie auf den Grunde gehen. Und dieses Mal hat es vermutlich nichts mit Fledermäusen zu tun, auch wenn es hier um Vampire geht. Ich mach mal eben die Kamera kleiner und da wären wir wieder. So, uns wurde gesagt, dass wir zum einen... direkt ein Obdachloser, mit dem wir reden können. Was willst du? Ich muss etwas wissen wegen der Krankheit unter den Obdachlosen. Ja, mit ein bisschen Knete würde ich mich... wäre mir mehr nachreden. Wie wäre es mit 20, um meine Stimmbänder zu ölen? Wir können 2 Blutpunkte investieren, um zu sagen, sagen Sie mir, was Sie wissen. Oder, hey, ich bin ein Freund vom Asyl unten. Mir kannst du es doch sagen. Oder rede endlich, oder ich reiße die Stimmbänder raus. Ich bin doch dein Freund vom Asyl unten. Okay, ich meine, ich habe keine Ahnung, aber Blechdosen Bill hat so eine verrückte Geschichte erzählt, wie er krank wurde und so. Irgendwas mit einem Monster oder so. Wo ist dieser Blechdosen Bill? Er hängt meistens in seiner Gosse rum, gegenüber von dieser Bar in der Nähe. Danke. Der Gosse gegenüber. Das wäre ja wahrscheinlich hier. Wie auch immer. Eigentlich hatten wir einen anderen Hinweis, ne? Oh Mist, jetzt habe ich's übersprungen. Das ist natürlich blöd. Wie auch immer, ich habe nämlich vielleicht verpeilt, es gäbe irgendwo einen Ghoul. Mist. War blöd. Wir hätten nämlich nicht direkt mit den Obdachlosen reden können, sollen, müssen, wie auch immer, sondern hätten einen anderen Anhaltspunkt gehabt, aber es ist, wie es ist. Oh hi, oh hi. Schön, dass ihr alle da seid. Bist du Blechdosen Bill? Nein. Klischeehaftere Namen gibt's auch nicht. Ist das hier, wo Blechdosen Bill normalerweise abhängt? Da, wo dieses Massaker stattgefunden hat? Maybe. Vielleicht aber auch nicht. Er hat gesagt, in der Gosse, nicht in der Gasse, ne? Naja. Wir finden das schon irgendwie raus. Wir bewegen uns hier mal ein bisschen weiter lang. Aber kommen nur... Aha! Oh, der sieht krank aus. Also auch für Bloodlines Grafikverhältnisse sieht er krank aus. Wer ist da? Der alte Bill sieht heutzutage nicht mehr so gut. Bist du das, Fred? Ich habe heute keinen Schnaps, also kannst du gleich wieder verschwinden. Ich bin nicht Fred, Bill. Ich habe gehört, du weißt, warum hier alle krank werden, oder? Ich will deinen Fusel nicht, sag mir mehr über die Epidemie. Ich bin nicht Fred. Ja, ich kann dir was erzählen. Das kann ich tun. Aber ich habe heute Abend einen riesigen Durst, Mister. Hast du mal $5 für einen Mann, der gerade Pech hat? Klar, du kriegst sie, wenn wir geredet haben. Ha, vielen Dank. Ich muss mir gerade noch ein bisschen Fuße besorgen. Aus medizinischen Gründen, versteht sich. Also, du wirst im Allgemeinen nicht glauben, weil ich habe es all meinen Freunden, den Bullen und jedem erzählt, seit es passiert ist. Und die Leute sagen nur, der alte Saufkopf erzählt mal wieder Geschichten. Sonst nichts. Ist schon gut, Bill, ich glaube dir. Es war ein Monster mit einem hässlichen, entstellten Gesicht, mit Zähnen länger als deine Finger. Und diese Augen, pissgelb und voller Hass. Ich habe noch nie solche Augen gesehen. Ich habe immer noch Albträume davon. Was passiert? Er hat mich gepackt, mich über die Schulter geworfen und mich an den schlimmen Ort gebracht. Den dunklen Ort. Oh Gott, der Gestank. Schlimmer als alles, was... Und dann hat er mich gebissen in den Nacken. Oh Gott, es war furchtbar. Danach weiß ich nichts mehr. Es wurde schwarz und ich bin erst wieder in meiner Straße aufgewacht. Seitdem geht es mir auch nicht besonders. Bill, ich muss wissen, wo dich das Monster hingebracht hat. Aus der Kanalisation kam er raus, direkt dort um die Ecke. Will nicht wieder an den schlimmen Ort zurück, Freund. Mach, dass das Monster nicht zurückkommt und mich dahin bringt. Bill, bleib bei mir. Alles wird gut.
und Stille. So ein Mist. Ich war es nicht. Hatte er Geld dabei? Naja, okay. Ich denke, wenn wir ihm 5 Dollar gegeben hätten, hätten wir sie auch nicht wieder annehmen können. Gut, das klingt ein bisschen nach einem Nosferatu und ich möchte einmal nochmal auf dieses Foto, was wir auch haben, hinweisen, wo ja offensichtlich auch ein Nosferatu einen Menschen aussaugt. Ist jetzt zwar nicht dieses Hobo-Charaktermodell, daneben steht glaube ich auch ein Kopf oder irgendwas, wie auch immer, aber vielleicht treibt ja ein Nosferatu sein Unwesen. Nosferatu sind diese, um es kurz zu fassen, hässlichen Vampire. Ihr Fluch macht, dass ihr Fleisch weiter altert, während das bei allen anderen Vampir-Clans halt nicht so ist. Ah ja, Ratten sollten wir nicht konsumieren als Ventru. Hier gab es noch mal Stadtpläne immer, ne? Also Kanalisationspläne. Nun. Schau mal, kommen wir hier durch? Nein. Oh Gott, diese Grafikeffekte sind zum Kotzen manchmal, ne? Weil wenn man sich... Also so sieht's okay aus, aber... Das ist halt die Hölle, ne? Ja. Bump Mapping war mal der heiße Scheiß auf jeden Fall. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da lang müssen. Ich wollte trotzdem einmal auf die Karte schauen. Wo sind wir? Da sind wir. Empire Hospital. Ah, beim Krankenhaus sahen wir noch gar nicht, ne? Hello Brook, last round. Ja, wo möchten wir denn hin? Zum Nocturne-Theater wäre wahrscheinlich ganz nett. Last Round ist ja... Also genau, bei Access Point H sind wir reingegangen. Nun... Hello Brook sagt mir noch nichts. Gehen wir mal zu Hello Brook. Das muss ja hier um die Ecke sein, ne? Muss ja von uns aus sichtbar sein sogar. Ach so, Quatsch. Ach, es gibt ja keinen Access Point da. Okay, alles klar. Hat sich so eben erledigt. Vielleicht einmal zu Access Point I. Wir stöbern einfach mal ein bisschen durch die Kanalisation. Und wenn uns irgendwas auffällig vorkommt, so wie das hier zum Beispiel, irgendwie ein aufgebogenes Gitter. Da wollte ich ja sowieso hin. Access Point I. Dann schauen wir da doch einfach mal nach. Wo führt das hin? Was steht da drüber? Surface, irgendwas, ja, okay. Schauen wir mal. Es könnte sein, dass das eine Stelle ist, wo wir noch nicht waren. Und, doch, hier waren wir schon mal. Okay. Ich glaube übrigens, das Lucky Star Motel, ich bin nochmal in mich gegangen, ich glaube, das haben wir bisher noch nicht gesehen. Ich hatte kurz den Verdacht oder die falsche Erinnerung, dass es das eine Gewerbe sein könnte in Santa Monica, aber nee, da waren wir schon für was anderes. Oha! Können wir nicht öffnen. Gut, Access Point F können wir nicht durch. Hier scheint auch jemand nicht so gut mit Gittern umgehen zu können, ne? Ja, wir schauen mal, was sich hier dahinter verbirgt. Denn ich gebe gerne zu, ich bin gerade nicht so gut orientiert. Also, ich sag mal so, im nächsten Gebiet habe ich auch immer mehr Zeit verbracht. Oh Gott. Aber hier immer nicht so viel. Also ich erinnere mich sehr wenig an Downtown eigentlich. Weil es dann auch... Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe früher immer so bescheiden gut gespielt, dass ich hier einfach nicht so viel Zeit verbracht habe und dann schnell zum nächsten Part gegangen bin. Oh nein, ich möchte nicht nach in eine andere Stadt, in eine andere Kanalisation. Aber, alles klar, also ist, ihr seht meine Orientierung, herausragend. Bisher richtig spannend. 10 Minuten Kanalisations-Action. So, da ist eine Karte. Jetzt sind wir hier. 2 und 5 sind Skyline Apartments und Club Confession. Das bringt uns nichts. 3 ist Nocturne Theater. Nocturne, Nosferatu. Das könnte ja passen. Wir werden mal nach Access Point B Ausschau halten. So machen. Ups. So machen wir das. Access Point B. D.
Wie Dora? Ha. Ha. Und hier wieder für eine andere Stadt. Blöd. Ja, jetzt sind wir bei Access Point B. Wie Bertha. Dora, Bertha, Charlie. Es gibt da nicht so... Doch, es gibt da irgendeine Regelmäßigkeit, aber die ist nicht so richtig... mir nicht so richtig vertraut. Gut. Wir sind in einem Kampfgebiet, wie wir mal wieder sehen. Und wir sind jetzt in dem Theater, in das wir von außen nicht rein konnten. Weil es ja closed ist. Aha. Okay. Alles klar, die Lösung des Rätsels ist, dass wir in den falschen Gullideckel gegangen sind. gut. Das heißt, dieser ganze Ausflug ins Theater war komplett unnötig. Nun. Das muss ich auf jeden Fall auch irgendwie so schneiden, dass man sich nicht zu Tode langweilt. Oha. Wirkt das wie etwas, wo man reinspringen sollte? Eher nein. Werden wir es eben mit einem Speichern ausprobieren? Auf jeden Fall. Ah, wir können schwimmen. Cool. Und dann die Luft. Ah ja, stimmt, wir sind ein Vampir. Wir müssen nicht atmen. Gut. Andererseits nicht so gut, weil ich sehe noch nicht, wie wir hier wieder rauskommen. Ah, hier anscheinend. Okay. Und jetzt sehe ich gar nichts mehr. Oh Gott. Ich sehe überhaupt gar nichts. So, sehr gut. Probieren wir es nochmal. Eine Kampfzone. Mal wieder ein sehr gutes Zeichen, theoretisch. So, und damit wären wir wieder am Anfang. Alles klar. Das heißt, da links kommen wir nicht lang. Mal schauen, wie es hier rechts ist. Wir können doch nicht mal Ratten essen. Wir können es doch nicht mal versuchen. Das ist schon gut. Da ist eine Tür, die aussah, als könnte man sie theoretisch öffnen. Und hier ist eine Tür, die wir theoretisch öffnen können. Haben wir nicht geschafft. Ja, ganz ehrlich, ich habe... wie viel brauchen wir denn? 2 Punkte, da kommen wir nicht so leicht dran, ne? Ja, wir könnten das kriegen. Geschick nochmal steigern wäre natürlich insgesamt effektiver. Was erhöht auch unsere, genau, unser Schleichen auch, ne? Und lässt uns besser soaken. Nee, doch nicht. Lässt uns doch nicht besser soaken, okay. Ja. Wisst ihr was? Ich bin immer genervt, wenn wir ein Schloss nicht knacken können und so wirken wir dem ein bisschen entgegen. So. Achso, es hat nicht funktioniert. Success. Okay, alles klar. Ich wollte schon sagen, das wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen. Das heißt, wir können hier durch. Ja, und danach, dann gehen wir danach durch die andere Tür, vorausgesetzt, wir können das überhaupt. Das sieht ja spannend aus hier. Aha. Super. Das, ich bin nicht ganz sicher, ob das Sinn der Übung war. Was haben wir da oben verpasst? Komm. Das wirkt ja ein bisschen sehr random, ne? Aha, hier. Wollte schon sagen. Hätte ich jetzt wirklich komisch gefunden. Oha, da vorne passiert was. Das sieht nach Bossraum aus, ne? Gut. Wir speichern. Ich glaube, jetzt weiß ich auch wieder ungefähr, was auf uns zukommt. Ja. Okay. Ein Dude. So ein Dude, der da so hängt. Das ist natürlich spannend. Schade. Hast du den Weg runtergefunden? Immer dem Duft der Eingeweide und dem faulen Fleisch nach? Suchst du ein Essensgeschenk, kleiner Blutsauger? In meinem Reich gibt's Fleisch im Überfluss.
Wer zur Hölle sind Sie? Man nennt mich Bruder Krebs, hoher Herr der verseuchten Hallen der Toten. Sieh dich um, das Blut, aufgedunsene Körper, wurmzerfressene sterbliche Höhlen, dies sind die Zeichen einer neuen Ära. Warum nähern Sie sich von Obdachlosen? Sie sind schwach, krank, verzweifelt. Ich bringe Ihnen Sinn. Sie sind die Gefäße der Finsternis, sie tragen die verseuchte Wahrheit in ihren Adern. Neunter Kreis, was zur Hölle geht hier vor? Oh, alles klar, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Ja, was zur Hölle geht hier vor? Die Bruderschaft des neunten Kreises, der finstere Morgen graut bereits. Trete uns in diesen letzten Nächten bei, verbreite auf der Erde die Seuche, bringe der menschlichen Herde die unheilige Kommunion. Wovon reden Sie verdammt nochmal? Das Tor ist offen, das Siegel gebrochen, die letzten Schritte in den Abgrund, das schreckliche Mysterium des neunten Kreises. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, aber es reicht mir. Komm, werde einer der hier versammelten Jünger, schweb in deiner eigenen Fäulnis. Ich zeige dir die Mysterien der Bruderschaft, während ich mich an deinem Fleisch labe. I feed on your flesh. Komm und hol's dir, Bruder. Ah, Mist, hat nicht funktioniert. Ja, ärgerlicherweise ein Kampf. Ah, nein, nein, bitte hör auf zu schleichen. Hör doch auf zu schleichen. Ist das so viel verlangt? Warum kann ich ihn nicht in Trance versetzen? Warum kann ich nicht machen, dass er vergisst, dass ich da bin? Okay. Es ist alles gut. Es ist alles okay. Wir erhöhen einmal unsere Stats und fangen mit einem sehr, sehr anstrengenden Kampf an. Ihr hört das wilde Klicken. Wir könnten einen Blutbeutel, glaube ich, noch trinken. Ich weiß gar nicht, ob wir einen haben. Wir versuchen das einfach nochmal ab dem Speicherpunkt, ne? Das ist okay. Gut. Nächste Runde. Einmal hier die Arena ein bisschen anschauen. Na, ja, das wird nichts. Gut, also Gehirnwäsche können wir uns sparen, Trance können wir uns sparen, das wirkt alles nicht auf ihn. Seelenstärke, Präsenz und Bluterhöhung werden unsere Themen sein. Ja. Ja, 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 ja. Das reicht mir. Komm, hol's dir, Bruder. Okay, Seelenstärke, Bluterhöhung und jetzt können wir einfach ein bisschen mit ihm prügeln. Sind wir ehrlich, das Gunplay ist ja, ihr habt es schon mehr als einmal gesehen, es ist die Hölle. Es wäre durchaus sinnvoller, glaube ich, wenn wir es machen würden, aber so kommen wir wahrscheinlich auch ganz gut. Oh, er hat blockiert. Nein! Oh nein! Wie knapp war das denn? Nächster Versuch. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist, wie das Kampfsystem funktioniert. Und darum bin ich meistens auch ganz froh, wenn hier nicht so viel Action passiert. Aber nun, hätten wir im Zweifelsfall noch einen Blutbeutel? Hätten wir auch nicht, ne? Naja. Dann umso sinnvoller, dass wir es nicht... dass wir gespeichert haben, vor allen Dingen. Ja, früher oder später wird das jetzt funktionieren. Wahrscheinlich. So. Wir kämpfen am besten hier. Es gibt kein Konzept. Ja klar, man kann theoretisch blockieren oder irgendwie sowas, aber warum? Läuft darauf hinaus, dass wir irgendwann die besseren Zahlen gewürfelt haben als er. Okay, das sieht gar nicht gut aus. Sehenstärke. Obwohl, jetzt bringt es auch nichts mehr. So, okay. Also ja, es gibt ein bisschen... Wie sagt man? Strategie. Aber ja, es hält sich alles so in Grenzen. Wir haben auch kein Blut mehr. Das ist ein ganz, ganz enorm riesiges Problem. Oh Gott, ist das ein riesiges Problem. Weil hier unten gibt es auch nichts, woran wir uns laben könnten. Oh oh. Oh, das wird ein ganz großes Problem. Ich möchte hier bitte raus. Wie kommen wir hier raus? Ah. So. Haben wir nicht. Da ist Feuer. Ein Schalter! Da ist der Schalter. Oh, wir müssen unbedingt trinken. Ich denke, wir sollten... wir werden gleich wahrscheinlich das erste Mal eine sehr problematische... Ja, nicht problematische, aber sehr unangenehme Spielmechanik sehen. Oh, das wird gar nicht gut sein. Das wird gar nicht gut sein. Ich möchte aber auch noch nicht zu viel vorwegnehmen.
Ja, komm. Oh, wir haben es sogar geschafft. Cool, man konnte drüber springen. Das war mir nicht klar. Und dann rechts hoch und dann mal mit dem ersten reden, wo es geht, ne? Oh, hört ihr das? Hört ihr es? Hört ihr es? Das war der falsche... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin echt nervös. Ah ja, natürlich. Natürlich klappt es jetzt nicht mehr. Warum sollte es auch klappen? Ich bitte euch, also... Das wäre Quatsch. So, gehen wir in die Ego-Perspektive. Wir müssen hier unbedingt raus. Aber sowas von schnell. Das hätte ich gerne mit Worten gelöst, aber es war anscheinend nicht drin. So. Wir sind wieder draußen und wir schauen mal, wie die Lage ist. Draußen. Super ist die Lage. Richtig, richtig toll. Mhm. Wer läuft denn hier so rum? Wer ist denn hier so unterwegs? Oh, hi! Sehr gut. Okay, ich denke, wir sind jetzt schon mal einen halben Schritt von der Raserei entfernt. Das ist gut. Das ist gut für uns und für unsere komplette Umwelt. Puh. Ich wüsste gerade nicht, wie wir hier easy an Blut kommen. Entsprechend schauen wir mal nach einer leichten Dame. Nach einer, wie sagt man? Ich weiß nicht, was aktuell der richtige Begriff dafür ist, aber ich glaube, leichte Dame ist noch sehr charmant formuliert. Den Umständen entsprechend natürlich. Das älteste Gewerbe der Welt, ne? So. Oh, oder wir sparen ein bisschen Kohle. Da sieht ja alles clean aus, ne? Cool. Oh, das macht es so viel leichter. Okay, alles klar. Ihr seht, wir haben den schweren Schaden auch wegheilen können. Wir haben nämlich extrem viel schwer heilbaren Schaden bekommen durch die Klauen von dem Nosferatu. Und wenn wir noch ein bisschen weniger Blut gehabt hätten, wir waren so auf dem letzten halben Blutpunkt, das ist auch so ein bisschen gönnerhaft vom Spiel gewesen, hätten wir die Kontrolle über den Charakter verloren. Und da wir in der Kanalisation nichts hätten trinken, angreifen oder sonst irgendwas können, hätten wir die Kontrolle auch nicht zurückbekommen. Diese Angst hatte ich. Gut, wir erstatten, glaube ich, erstmal Damselbericht, ne? Und danach gehen wir zu dem Tremer-Oberhaupt, dem Regenten. Und erzählen ihm, was noch so los ist, was wir so alles rausgefunden haben. Weil vielleicht kriegen wir ja noch irgendwelche Infos, die wir weitergeben möchten. So, hi! Oh! Gut so, bloß haben wir noch einen drüben bei der Versammlungszentrum entdeckt. Die gehören wohl so einem Endzeitkult an. Keine Ahnung, wie viele das sind, aber die Saison auf diese kranken Wichser ist eröffnet. Ja, ich gehe den Rest suchen, okay. Genau, denn... Wir erinnern uns, es gab ja irgendwann mal so einen exklusiven Club, wo gefragt wurde, ob wir erleuchtet sind, in dem wir nicht rein durften. Demse hat ihm mitgeteilt, dass es mehr als einen Pestträger in der Stadt gibt. Alle müssen vernichtet werden. Sie hat bereits vorgeschlagen, mit dem Ghoul Paul in den Skyline Apartment zu sprechen. Vielleicht sollten sie dort anfangen. Das machen wir. Skyline Apartments. Hm, die waren hier. Die habe ich schon mal gesehen, klar. Skyline Apartments, das waren die nicht so guten, ne? Das waren die, wo alle mit Kameras ausgestattet sind, ne? Ja, doch, ich meine wohl. So, hier gibt's auch nichts. Ich bin so schlecht orientiert in Downtown. Es ist echt ein bisschen bitter. Da würde ich fast lieber über die Kanalisation gehen, weil da gibt es an jeder Ecke eine Karte. Nee, doch, hier sind die doch, ne? Das sind sie doch, ja. Knappe Nummer das. Ja, sollen wir vielleicht nochmal im Club vorbeischauen und schauen, ob es schon Geld gibt oder Blut. Eins von beiden. Wir hätten an beiden Interesse. Geld und Blut, das ist so unser Ding. Hä?
Ah, was mit dir? Ich wollte nur hören, ob deine Stimme so engelhaft ist wie du. Sie ist es. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin gerade aus dem Knasthaus, zu viele Frauenherzen gestohlen. Wenn ich gewusst hätte, dass du hier bist, wäre ich früher gekommen. Nee, dann hättest du dich auch erinnert. Ich bin nämlich heiß. Naja, jetzt wo ich da bin, was machen wir zwei? Nee, wenn ich gewusst hätte, dass du da bist, wäre ich früher gekommen. Komm, ich zeig dir den Trick, den ich gestern gelernt habe. Du hast da was an der Wange. Du hast da was an der Wange, lass mich mal sehen. Ist wie so. Oh, sie hat nicht so viel Blut. Oh. Ah, nee, doch, das ist, glaube ich, so ein Anzeigefehler, der anscheinend auch nicht mit dem unofficial Patch behoben wurde. So, es reicht. Danke. Ja, super. Schön. Apropos, was ist mit. Komm in ein paar Nächten wieder, dann habe ich ein Bündel für dich. Okay. Nicht das, ne? Ich die nächste Person bin, auf die du Geld ansetzen musst. Ein Kopfgeld ansetzen muss. Okay, es hat sich trotzdem gelohnt, denn wir haben ein bisschen Blut bekommen und auch wenn es jetzt zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommen sollte, wären wir ein bisschen vorbereitet darauf. Gut, Skyline Hotel und der eine Dude, das wird eines von den beiden oberen Apartments sein. Ich gehe jetzt nicht erst in den Keller, um nachzuschauen, welches es ist, weil, warum? Wir fangen mal von oben an. Da gab es ja welche, die komplett abgeschlossen waren. Trance. Ja, und sonst so? Ja. Hast du von Joes Vortrag gehört? Richtig peinlich. Er hat den einen Wirtschaftsbegriff mit dem anderen Wirtschaftsbegriff ersetzt. Naja. Kein Passwort. Es war nicht 1233. Mist. Okay. Früher oder später? Nun. Okay. Schon mal in der fünften Etage. Paul irgendwas. Aha. Oh, hi. Was ist denn hier los? Hi, Paul. Hier ist Hannah. Ich wollte nur hören, wie es dir geht. Ich hoffe, ich habe dich nicht angesteckt. Mir geht's total bescheiden. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Kannst du mir Medikamente gegen Erkältung besorgen? Ich frage ungern, aber ich kann nicht aufstehen. Der Anrufbeantworter sagt, achso, mein Türcode ist 1230, 1203. Ich fand neulich Abend sehr schön. Vielleicht können wir das irgendwann wiederholen. Sorry, ich rede zu viel. Bis bald. 1203. Okay. Das hier ist also Paul's Apartment, alles klar. Waren wir hier schon mal? Ich bin gar nicht so ganz sicher. Ja, da, doch, die Klappe ist offen. Hier waren wir schon mal. Okay, dann ist ihr Apartment die 6. Weil ich glaube, da wurde dazu gesagt, das sei die Cash Cow. Da sei immer was los. Yes, da sind wir. Man würde ja meinen, sie ist zu Hause, wenn sie so krank ist, aber anscheinend nein. Epidemie, Erkältungsmedikamente, dieses Spiel war seinerzeit wirklich voraus. Und Leute, die, obwohl sie so viel rumhusten, nicht zu Hause sind. So. Oh, hi. Ah, nee, doch, sie ist zu Hause. Okay, ich habe nichts gesagt. Paul, bist du das? Du bist nicht Paul. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich bin ein Freund von Paul. Ich soll nach Ihnen sehen. Paul schickt mich. Ich bin Arzt. Sie sehen nicht gut aus, Hannah. Was ist los? Seuchenbehörde, Paul ist krank. Ich gehe der Sache nach. Ich glaube, wir gehen besser als Seuchenbehörde durch, ne? Ah, wohl Arzt könnten wir auch sein. Doch, wir sind Arzt. Ich weiß nicht, ich habe alles Mögliche genommen, aber es wird nicht besser. Ich habe Fieber, rauer Hals. Ich bin so schwach, ich komme nicht aus dem Bett. Welcher Tag ist heute? Ich kann mich nicht erinnern. Das klingt böse. Woher haben Sie das? Ich habe ich mir wohl bei einer Kundin angesteckt. Mir ging's gut bis vor ein paar Tagen, als ich bei ihr war. Was für eine Kundin? Was genau machen Sie beruflich? Ich bin im Verkauf, Kundenbesuche, nichts Interessantes. Sie klingen, als würden Sie etwas verbergen. Ich verberge nichts. Ich rede nur nicht gerne mit Fremden über meine persönlichen Geschäfte. Hören Sie, Sie können mir vertrauen. Schätzchen, ich frage ja gar nicht. Fremde, ich dachte, wir kommen uns gerade näher.
Oh ja, oh, das ist sehr gut. Die hustende, die hustende Frau anflirten. Stark. Okay. Ich bin eine professionelle Verständnis. Begleiterin. Escort, genau. Also ein Callgirl, kein Problem. Jeder muss die Miete bezahlen. Naja, nicht Yeah, ganz, well, was ich mir erhofft friends habe, have als ich nach customers LA too, gezogen bin, and aber I so do kann ich LA. die Rechnung zahlen. War Paul auch ein Kunde? No, not Nein, Paul Paul. nicht. Er hat mich vor ein paar Wochen ausgeführt und Yes, wir haben I uns know. wirklich gut I just don't. verstanden. Der erste Typ seit langem, der mich anständig behandelt. Gut, erzählen Sie mir von der anderen Kundin. Nur eine Frau, die angerufen hat. Sie hat meine Anzeige gelesen. Normalerweise arbeite ich nur auf Empfehlung, aber sie hat mir viel Geld geboten. Aber was für eine Anzeige, wenn du nur auf Empfehlung arbeitest, wie auch immer. Was können Sie mir über sie sagen? Hat sie ihren Namen gesagt? Her name is Jezebel Locke. Jezebel. Oh, den Namen haben wir schon mal gelesen. Die lebt in diesem teuren Hotel. Normalerweise kann ich mir keine Namen merken, aber ihrer war so ungewöhnlich. Kriege ihn irgendwie nicht aus dem Kopf. Hat sie ihre Dienste genossen? Ja, das heißt, ich glaube schon. Ehrlich gesagt, erinnere ich mich nicht wirklich an diese Nacht. Es ist alles irgendwie verschwommen. Naja, interessiere mich sonst nicht für Frauen, aber ich weiß noch, sie zog mich wahnsinnig an. Ich dachte, sie wäre die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Das nächste, woran ich mich deutlich erinnere, ist, wie ich hier am nächsten Morgen aufwachte. Seitdem geht es mir nicht so gut. Ehrlich gesagt, Freunde von mir haben auch mit ihr gearbeitet und denen geht es auch nicht besonders gut. Wo haben Sie sie getroffen? Wo ist Jezebel Locke? Ein Zimmer im Empire Arms Hotel. Hab die Nummer vergessen. Paul, geht's gut, oder? Ja, tut mir leid. Es geht mir ganz gut. Er ist so ein netter Kerl. Ich hoffe, er ruft mich irgendwann wieder an. Das wird bestimmt. Das hoffe ich wirklich. Ruhe in Frieden, Hannah. Ich kümmere mich um Jezebel Locke. Ruhe in Frieden. Also. Nun, wir könnten natürlich auch tatsächlich von ihr. Oh, Terminkalender. Aha, spannend. Da. Wie ein ganz normaler Terminkalender. Arthur Kilpatrick. Arthur bei sich zu Hause in Santa Monica treffen, nicht die Handschellen und den orangefarbenen Overall vergessen. Er spielt doch so gerne alleine im Frauengefängnis, kranker Typ. Den kennen wir ja. Vielleicht können wir ihn damit erpressen. Wendell B. In der Blutbank Kneifzange und Lötlampe mitbringen. Okay. David Hatter. Im Lucky Star Motel in Hollywood. In Hollywood ist das Lucky Star Motel. Steht auf Regenschirme und Wasserbomben. Okay. Simon Milligan. Nee, Milgen. Unten in seinem Zimmer. Gott, ich hasse den Typen. Paul Anderson. Ein richtiges Date. Kann ich immer noch nicht fassen, dass wir verabredet sind. Mann, bin ich nervös. Jezebel Locke, neue Kundin, hat sich auf die Zeitungsanzeige gemeldet. Sagt, sie hat eine Suite im Empire Arms Hotel. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Irgendwas ist mit ihrer Stimme. Ich kann es nicht sagen. Jedenfalls zahlt sie gut, also werde ich wohl hingehen. Gut. Okay, das können wir immer noch nicht öffnen. Ja, gut. Wir sind dann jetzt auf dem Weg zum. Ja, nicht Lucky Arms. Arms. Empire Arms Hotel. Was ja auch hier um die Ecke ist, günstigerweise. Glaube ich zumindest. Ground. Und dann besuchen wir doch mal Jezebel Locke. Sollte sie heißen. Ja. Ja, wir können wieder nicht springen. So eine typische Wasserspenderunterhaltung. Ja, wir sollen jetzt die Formulare A doppelt lochen, weil der Chef neue Aktenordner bestellt hat für Linkshänder. Okay, alles klar. Ja, gut, okay. Gut. Wir sind draußen. Aktenordner für Linkshänder sind natürlich eine super Idee. Da ist das Empire Arms Hotel. Ja, super. Das ist ein langer, langer Weg gewesen. Jezebel Locke. Oha! Ah ne, doch, du bist noch da. Ah! Yes. Kann ich behilflich sein? Wo ist Jezebel Yes. Locke? Miss Locke is one of our more. Eine unserer beliebteren Gäste. Warum fragen Sie? Ich brauche einen Schlüssel für Ihr Zimmer. Das kann ich nicht tun. Das verstößt gegen die Hotelordnung. Geben Sie mir den Schlüssel durch Blutpunkte oder wir sind alte Freunde. Es wird ein Überraschungsbesuch. In diesem Fall kann ich vielleicht eine Ausnahme machen. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Suite. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Danke. Nice, das ist sehr gut gelaufen. Ohne unsere Machtspielchen benutzen zu müssen. Ja. Weiß ich dadurch jetzt, wo sie ist? Eigentlich immer noch nicht, ne? Ich glaube,
Ich glaube, die höhere Etage war die, wo wir theoretisch Lockpicking 10 gebraucht hätten, ne? Oh, vielleicht auch nicht. Nee, okay, wir sollten wieder nach unten. Das war die mit der Mafia. Das war die Mafia-Etage, nicht die Lock-Etage. So, 5. Dann wird es wohl die 5 sein. Ich finde auch toll, dass wir gerade einfach über den Tresen rüber geklettert sind und von da aus mit ihm gesprochen haben. Weil es den Leuten egal ist. So. Das hätten wir auch. Oh. Oh. Oh, was haben wir denn da? Bist du gläubig, kleines Häppchen? Bist du wegen der Erleuchtung gekommen, die nur Jezebel dir geben kann? Dann bist du also Jezebel Locke. Ja, ich bin Jezebel. Und was ich dir alles zeigen kann, Häppchen, schöne, schmutzige Sachen. Willst du nicht in meinen Salon kommen? Was zum Teufel geht hier vor? Du bist auf eine merkwürdige Weise attraktiv. Ja, ich komme rein und der Tod kommt mit. Du bist irgendwie attraktiv. Komm schon, versag dir doch nicht den Genuss von Jezebels Talenten. Nur ein paar Schritte und die süße Dunkelheit umschlingt uns, Sklaven der Gelüste unseres verkümmerten Fleisches. Gottes Willen. Slaves to the desires of our wasted flesh. Wow. Sorry, ich bin nicht in Stimmung. Du kannst mir nicht entkommen, Häppchen, so oder so. Wir werden unser Beidersein auf dem Weg zum 9. Kreis verweben. Und ich werde dich aussenden, erfüllt von der süßen Krankheit, die ich in mir trage. Aha, sie weiß es also. Es ist ein bisschen wie Typhoid Mary, ne? Lass mich raten, du gehörst zur Bruderschaft des 9. Kreises. Kann ich also tot wie Hannah und ihre Freunde aufwachen? Das hat eh schon zu lange gedauert, nur der endgültige... okay, 9. Kreis, bla bla. Ja, ich folge dem Pfad des 9. Kreises. Lass dich erleuchten, gib deinen tierischen Instinkten nach, bis die Kinder seht's und keins erschöpft auf dem Altar liegen. Lust ist unsere Wahrheit, Lust und Tod, der darauf folgt. Dies alles muss ein Ende haben. Du bringst die Maskerade in Gefahr, oder? Was hoffst du mit Aladdin zu erreichen? Ich kann meinen Hunger nicht länger zügeln. Komm, erkenne die Wahrheit, während ich das Blut deines doppelt leblosen Körpers trinke. Es wird Ekstase sein, Häppchen, süße Ekstase. Du wirst Bruder Krebs wiedersehen. In der Hölle. Was passiert hier? Entschuldigung. Ach so. Oh. Okay, alles klar. Nein, nicht Gehirnwäsche, Seelenstärke und Bluterhöhung. Und auch Präsenz. Why not? So. Nein. Ja, Schnittschaden ist egal, ne? Das ist... Okay, wir hätten gar nicht so übertreiben müssen, glaube ich, aber es ist ganz okay. Ich wollte mal schauen, wie pariert man? Weil irgendwie nimmt er auch manchmal die Hände hoch. Es ist egal. Es ist einfach random linke Maustaste Spam und dann gewinnen. Okay. Oder also meistens nicht gewinnen, aber ja. Gut, wir haben Jezebel Locke besiegt. Anscheinend Bruderschaftsflyer. Den schauen wir uns mal an. Ah, das Logo haben wir doch schon mal gesehen. Auf diesem Flyer steht, ich wurde erleuchtet. Oha, das könnte ja für uns bedeuten, dass wir durchaus jetzt mal bei diesen Erleuchteten vorbeischauen dürfen. Und dann können wir uns ausweisen mit dem Flyer. Das ist eine gute Idee. Nice. Sehr, sehr nice. Okay. Das lief bisher echt erstaunlich, unproblematisch. Der Kampf gegen Bruder Krebs war ein bisschen anstrengender, aber das war jetzt, das war ja ein First Try. Das kenne ich so gar nicht von mir. Achso. Nochmal Tschüss sagen. Nein, danke. Das Gute ist, sie wird ja auch nicht gefunden. Sie ist ja offensichtlich irgendwie zu Asche zerfallen da. Investieren wir Geld für etwas zu trinken? Ja, ich hoffe einfach mal, dass wir nicht so schnell nochmal kämpfen oder eine Disziplin benutzen müssen. Wo wollte ich denn hin? Ach, hier zum... Meine Güte, zum... zum Last Round. Oh, oh hi. Oh hi. Oh hi. Das ist auch die schlechteste Situation, in der man... Naja, wie auch immer. Selber schuld auch ein bisschen, ne? Mach das nicht.
Es ist. Es gibt ja theoretisch öffentliche Toiletten. Theoretisch. Nee, hier gibt's nichts. Ja, entweder gehen wir erst zum Last Round. Ja, doch, ich würde gerne erst zum Last Round gehen. Und da nochmal das Update loswerden und mich dann mit dieser Bruderschaft des 9. Kreises unterhalten. Wir haben 4 Erfahrungspunkte übrigens. Es ist egal. Das ist halt so ein typisches. In anderen Rollenspielen, also in Rollenspielen, die in erster Linie Videospiele sind, ne? Ist das ja ein bisschen anders. Da kriegt man relativ schnell relativ viele Erfahrungspunkte. Und das hier ist so typisches Pen and Paper Erfahrungsdings, ne? Man hat immer zu wenig Erfahrungspunkte für die Sachen, die man haben möchte, und man bereut jeden Erfahrungspunkt, den man ausgegeben hat und nicht sofort nutzen kann, und ja, sowas. Das, nun. Da ist das Last Round. Bin ja vorhin ein bisschen rumgeirrt, auf der Suche nach dem richtigen Kanalisationseingang. Darum weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie lange die Folge schon ist. Cammy, kennst du das Symbol auf diesem Flyer? Ja, das habe ich schon mal gesehen. Bin mir ziemlich sicher, es ist hier in der Nähe. Ich glaube an einem Gebäude. Ich halte die Augen offen. Das ist alles? Ach, nichts. Okay, wow. Ich dachte, wir tauschen uns jetzt nochmal über Jezebel Lock aus oder sowas. Wie auch immer. Gut. Ja, das habe ich nämlich auch gesehen auf dem Weg hierher. Es war, glaube ich, quasi an diesem Gebäude, aber um die Ecke. Das ist ja, wo wir auch angefangen haben, ne? Wo diese Bruderschaft da war. Hä? Ist es doch das hier? Okay, dann, alles klar. Dann ist es doch nicht in der Nähe vom Taxi. Oh, hi! Na, was geht? Ja, Flyer zeigen. Der Bischof wartet oben auf dich. Der Bischof, oh. Das ist jemand Wichtiges, ne? Obwohl, tatsächlich sind Bischöfe... Oh, nein. Wieder eine Kampfzone. Crackhaus, nice. Bischof... Was soll? So, Verzeihung. Bischöfe sind aber auch ein Rang im Sabbat tatsächlich. Also, vielleicht ist sowas auch gemeint. Wir schauen mal. Oh, hi! Hey, bist du gerufen worden? Du gehst rauf zum Bischof. Gerufen? Du bist neu bei der Bruderschaft, oder? Gerade erleuchtet. Ich bin ein paar Tage hier. Wenn der Bischof dich sehen will, wirst du gerufen und dann gehst du diese Treppe rauf. Rauf zum Tempel. Hast du ihn gesehen? Wie ist er denn so? Der Bischof? Ich habe ihn einmal gesehen. Er ist wunderschön und er macht mir Angst. Ich träume immer von ihm. Er macht was mit mir in meinen Träumen, was er... Macht er was mit mir? Ich mag mich nicht daran erinnern. Was passiert denn oben im Tempel? Ich weiß nicht, ich meine, ich habe was gehört, aber ich bin nicht gerufen worden. Ich hatte eine Freundin, sie hat sich ein paar Tage raufgeschlichen. Sie sagt, sie hat Dinge gesehen. Schlimme Dinge. Was hat sie gesehen? Blut, hat sie gesagt. Blut überall. Sie hat ein paar von den Gerufenen gesehen. Sie wollte mit ihnen reden, aber sie haben sie nur angestarrt mit leeren Augen. Einer wollte sie anfassen und sie ist weggelaufen. Du klingst, als hättest du Angst. Vielleicht ist die Bruderschaft ja nicht das, was sie vorgibt zu sein. Ja, ich weiß, der Bischof sagt, wir müssen unsere irdischen Ängste auf unserer Reise in den 9. Kreis hinter uns lassen, aber ich habe Angst, raufzugehen. Ich will einfach nur nach Hause. Oh, das ist smart. Komm her, ich habe etwas, das deinen Schmerz lindern wird. Sehr gut. Sehr passend. Ja. Yep. Guten Durst, du wandelndes Trinkpäckchen. So, sehr schön. Ich hoffe, sie ist noch nicht irgendwie infiziert gewesen oder was, aber jetzt ist auch zu spät, darüber nachzudenken. Okay. Zum Tempel gehen wir jetzt. Das ist natürlich spannend. Oh, das sieht ja super aus hier.
Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Hallo, junger Mann. Sie kommen mir ein bisschen zu nahe. Okay, ist ja gut. Ist ja gut. Haben wir überhaupt noch Munition? Ja, haben wir. Oh nein. Gut. Verstohlenheit. Oh, der nächste. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die ganze Munition her haben. Aber ja. Gut, das ist ein bisschen leichter als prügeln gerade. Das machen wir hier jetzt gerade mal so. Sind aber auch... Ihr merkt, diese Gegner sind nicht so agil. Gegen die kann man auch mal schießen. Oh, hi. Oh, tschüss. Oh Gott, das war jetzt ein bisschen... Das war ein bisschen drüber. Oh, das... Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, ja. Hochgradig spannend. Ich habe übrigens wirklich keine Erinnerung an die Quest. Ich weiß nicht, ob die... Wie sagt man? Mandatory ist? Ob die verpflichtend ist? Ob man die zum Abschluss des Spiels gemacht haben muss? Gottes Willen. Oh, hi. Oh, nein. Nachladen dauert einfach endlos lang. So. Ah, wir verballern hier echt viel Munition, ne? Prügeln wäre schon... Wäre schon... Wie sagt man, finanziell besser. Oh, das waren nicht 36 Schaden, nur 22. Vielleicht hatte er Rüstung oder sowas. Oder wir haben ganz, ganz schlecht gewürfelt. 36, 36. Ja, also das Spiel ist halt jetzt nicht bekannt für sein Kampfsystem. Ich habe es schon ein, zwei Mal erwähnt. Wir hatten ja jetzt doch in letzter Zeit ein paar Auseinandersetzungen körperlicher Art. Gottes Willen. Ja. So, was passiert hier noch? Ja, ein bisschen... Bisschen viel. Wirklich ein bisschen sehr viel. Ah, haben wir eine Handgranate? Ne, haben wir nicht, ne? Ich glaube, es gibt eine Handgranate, theoretisch. Aber wir haben keine. Okay. Okay, wollte schon sagen. Der hatte kurz Angst, dass wir die falsche Rüstung ausgerüstet haben. Rüstung, den falschen Anzug ausgerüstet haben. Oh, hi. Dich gibt's ja auch noch. Ich hasse es, wenn die mir in den Rücken fallen. Wie wir noch aus dem Geisterhaus wissen, ich bin auch ein bisschen schreckhaft. Okay, jetzt geht's hier weiter. Vermutlich. Theoretisch. Ah, da. Hi. Tschüss. Okay. 6 Schuss haben wir noch. Aber bisher jeder Schuss ein Kill, ne? Schrotflinten sind einfach awesome. Für solche Szenarien. Ich hätte ja gehofft, dass wir... Ich weiß nicht, wie viel Schuss haben wir jetzt verballert? 33 oder irgendwas stand da doch mal, ne? Oh, der nächste... Hat das gereicht? Ja, ne? Okay. So viele. Es sind so viele. Oh, hi. Und tschüss. Gut. Nächste Waffe. Nächste Waffe, wo wir die komplette Munition verbraten können. Da haben wir noch ein bisschen was, ne? Zumindest das Nachladen auch ein bisschen schneller. Sehr gut. Das hat auch... Oh, das geht gut. Das hat gut geklappt. Ist das nicht... Aber hier kamen wir doch her, ne? Vertue mich doch jetzt nicht. Ah ne, hier kamen wir nicht her. Tschüss. Tschüss. Ah, dachte ich. Meine Güte. Man hat schon alle Zeit der Welt zum Zielen und trotzdem... Tschüss. Also. Also. Nochmal, es ist kein Shooter. Es ist ein... Ja. Eine Rollenspieladaption.
Ich will doch nur zum Bischof. Hallo, ich will... weiß ich nicht. Buße tun. Was auch immer man bei so einem Bischof macht normalerweise. Diese normalen Sachen will ich tun bei dem Bischof. Ja, ja. Ach, den hinteren habe ich getroffen. Dachte gerade... Hä? 120 Schaden und der steht noch? Okay. Glaube ich... Ne? Okay. Ach ja. Aber sind wir ehrlich, von der Stimmung her ist das eigentlich ganz cool hier. Hier kann man sich fallen lassen? Das möchte ich, glaube ich, noch nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass sich fallen lassen der normale Weg zum Tempel ist. Oh, hi! Na, noch einer. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Sehr gut. Ist ein bisschen wie ein Point-and-Click-Adventure, ne? Wenn die... Wenn das einzige Rätsel ist, kombiniere Pistole mit Gegner. Mit Zombie-Dude. Oh, hi. Oh mein Gott, seid ihr viele. Ihr seid ja so viele. Jetzt nicht hektisch werden. Nicht hektisch werden. Die können alle nix. Die machen alle nix. Die wollen nur spielen. Das ist ja, was ich auch will. Die lassen sich aber auch leicht wegpicken, ne? Na? Okay. Die halten einfach auch nichts aus, ne? Moment mal, sollte ich... Wir probieren mal einen zumindest mit Fäusten zu besiegen. Nicht, dass die jetzt so One-Hit sind oder so. Oh, so ungefähr ist das, ne? Ah, nee, der hat ein bisschen mehr ausgehalten. Ja, gut. Ich denke, wir switchen trotzdem mal ein bisschen um. Wir können ja erahnen, dass es sowas wie einen Bosskampf eventuell geben wird. Da sollten wir noch ein bisschen Munition übrig haben, ne? Eieieiei. Ist das schwierig hier aufzuräumen. Da. Okay, sie scheinen irgendwie so um die 25 KP zu haben. KP, HP. Ja, nicht bei Pokémon. Was wäre eine Granate hier? Ah, Brains! Nein, nicht Brains! Nicht Brains! Oh nein, nicht meine Brains! Ich brauche meine Brains noch! Nein, hören Sie auf, meine Brains zu nehmen! Bitte nicht! Ich möchte... So nicht! Kann ich dich aussaugen? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Nicht die Art von Gegner, die man aussaugen will auch, ne? Da, da, jetzt aber. Doch noch nicht. So. Mache ich hier irgendwie einen Fehler? Laufe ich im Kreis und die respawnen? Oder? Ich glaube nicht. Das wäre sehr untypisch für das Spiel. Ich glaube, das ist eher bisher Nachsicht gewesen. Wenn hier noch welche von hinten kommen. Ja, weil das hier sieht wieder leer aus. Okay, ja, ja, doch, doch. Das wird okay sein. Oh Mann. Oder ist das hier, wo wir hochgekommen sind? Nein. Doch. Doch, genau so ist das. Oh nein. Ich habe einen riesigen Fehler begangen. was ist hier? Hallo? Okay. Ich habe einen riesigen Fehler begangen. Wir sind einfach komplett im Kreis gelaufen und sie respawnen. Oh nein, sie respawnen. Ich hasse respawnende Gegner. Ja, okay. Gut. Dann gehen wir jetzt mal auf offensive Erkundungstour. Das war aber... Was für eine riesige Zeitverschwendung. Was für eine komplett riesige, gottlose Zeitverschwendung. Im wahrsten Sinne gottlos. Gut, laufen wir mal hier ein bisschen lang. Die Ratten können wir leider nicht essen. Das ist doof. Hier. Dann gehen wir doch mal durch das Loch, ne? Durch das Loch, durch das ich eigentlich nicht gehen wollte. Das sieht aber schon ein bisschen spannender aus. Hier, da, nein. Du bist bitte ruhig. Ich habe so viel Munition hier reingeballert. Oh nein, habe ich hier viel Munition reingeballert. Das war ja denkbar unsmart, ne? Oha, eine Tür. Wir haben den Bischof gefunden.
Ich sehe, du wurdest erleuchtet. Bist du auf der Suche? Suchst du die Wahrheit? Du bist zum rechten Ort gekommen, Bruder. Wir haben mehr Wahrheit, als wir vertragen. Oh, mit dem Hillbilly-Akzent. Nice. Wer zur Hölle sind sie? Sind sie der Anführer der Bruderschaft des 9. Kreises? Man nennt mich Bischof Wick, Hirte der Verdammten, mitternächtlicher Führer durch die letzten Tage auf Erden. Fühlst du es, Bruder? Der Vorhang wird endlich von meiner Hand gelüftet, von der Bruderschaft des 9. Kreises. Reden Sie von Gehenna? Gehenna, das jüngste Gericht, die Apokalypse? Wieder, Bruder, du bist den antiquitierten Dogmen dieser materiellen Welt verfallen. Es gibt kein Warum, keine allmächtigen, furchtbaren Götter, die über ihre Kinder wachen. Du sprichst von Krankheit. Aber was ist mit der Krankheit, die du und ich beide in uns tragen? Unser Fleisch, neu geformt in Abscheulichkeit, nährt sich von unseren Brüdern und Schwestern wie von Vieh. Welcher Gott wachte über mich, als diese Höllenkreatur mir den Hals aufriss und mich von diesem zu diesem Monster hier machte? Nein, Bruder, kein Gott würde so etwas dulden. Und so wurde ich Gott, und die Krankheit, die ich in Massen bringe, werden ein Ende von meiner Hand einläuten, bis wir alle tief unten in den 9. Kreis hinabsteigen. Sie sind verrückt, geisteskrank. Ich verstehe, wie sie sich als Vampir fühlen, aber das ist keine Lösung. Das ist keine Lösung. Die Zeit für Worte kam und ist vorüber, mein Bruder. Du und ich werden zusammen die letzten Schritt tun und sehen, was hinter dem Vorhang liegt. Möge die Nacht auf der verfluchten Erde ewig sein und die Ernte meiner Mühen lang und blutig. Halt, es gibt sicher eine Lösung. Okay, es gibt keine Lösung. Wir versuchen mal zu schießen. Alter, au. Also. Ist er einfach nicht treffbar? Er ist auch ein bisschen schnell, ne? Bleibst du bitte hier? Ja. Ich hab so eine ganz starke Vermutung. Es könnte sein, dass wir hier nochmal vielleicht nochmal von vorne anfangen müssen. Weil ich die ganze Munition der Schrotflinte verballert habe. Ja. Und dann ist auch noch das Spiel gecrashed. Okay, das machen wir beim nächsten Part, ja? Und dann nutzen wir die Gelegenheit doch einfach auch mal, da durchzulaufen, ohne unsere komplette Munition zu verballern, oder? Okay, man muss das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Wir schauen mal, wo der Speicherpunkt war. Crackhaus, ich glaube, kurz nachdem wir von der Dame getrunken hatten, ne? Oder? Oh. Junge. So. Oh, ich kann nicht mehr nach oben und unten schauen. Oh, ich liebe das Spiel. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Gut. So ungefähr wird das aussehen. Ich habe es bis zum nächsten Mal behoben und dann bahnen wir uns mal den Weg, ja? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.